at Wash. Das hat sich irgendwie nicht so ergeben. Also es hat auch nicht so geklappt irgendwie. Ja, es war mir nicht vergönnt, Ingenieur zu werden. Ich hab den Plan ziemlich früh verworfen, ich glaube so mit 12. Und dann habe ich was ganz Brotloses studiert und deswegen auch die Comedy. Also ja. Zwieback für die Seele. Also das ist ja für die Seele, das heißt, das ist irgendwie gut. Und es ist aber auch so ein bisschen kratzig, wie so ein Zwieback halt. Also wenn die Seele so ein Organ wäre, dann könnte man sich den Zwieback vorstellen, wie er an der Seele so kratzt. So ungefähr hört sich das auch an, glaube ich. Aber es ist schon so ein Wellness-Aspekt auch mit dabei. Also es soll gut tun. Beim Spazierengehen. Spazierengehen ist gut für Ideen, ja. Ein Favoriten bei meinen Liedern? Nee, das ist stimmungsabhängig eigentlich. Also, das gibt ja ganz melancholische, ich habe ganz melancholische Sachen auch und eher so Sachen, die nach vorne gehen. Und das kommt auf die Stimmung an. Ja, man ist ja nicht immer lustig und so, ne? Und manchmal ist man schon lustig und so variiert das. Spaß, also ich habe gehört, sind nette Leute und dass die Leute Lust haben zu lachen und vielleicht kann ich auch noch meine Wäsche waschen irgendwie, oder? Nee. Ich spiele in Berlin am 19. Oktober in der Scheinbar in Schöneberg, genau. Ansonsten beim NDR bin ich auch mal, aber das kommt ja ins Fernsehen. Ich habe keinen Fernseher, ich weiß gar nicht, wann es kommt. Also, genau, also ja, so. Da steht alle Termine auf thomasfranzmusik.de. Da kann man alles nachlesen. Also, ja.